so, meine Leute. Ja, Haare sind nicht gemacht. Ich war nämlich gerade schwimmen und ich bin heute mit dem Mäcki von Auftrag Geschichte unterwegs. Und wir waren gerade ein bisschen schwimmen und haben uns einen Panzer angeguckt. Das Video verlinke ich euch hier mal. Und jetzt sind wir bei den Weißen Häusern in Rechlin. Eigentlich ist es nicht direkt Rechlin, aber man sagt die Weißen Häuser Rechlin. Und wir müssen jetzt hier noch ungefähr Kilometer, anderthalb durch diesen wunderschönen Wald. Haben jetzt schon fast 2 Kilometer hinter uns. Und dann schauen wir uns die Häuser mal an. Auf jeden Fall ein richtig spannendes Bauwerk. Ihr müsst euch vorstellen, Hitler wollte ja damals Berlin in Germania umbauen. Und man wusste, dass es auf jeden Fall Luftangriffe gibt von den Alliierten, dauerhaft. Und deswegen hat man Gebäude hier getestet, die aus Stahlbeton gebaut waren und mit jeglichem Kaliber und Bordwaffen von Flugzeugen draufgeschossen hat. Und nach den Bildern, die ich gesehen habe, ist es so, dass die Gebäude hier noch stehen, das auf jeden Fall. Aber es gibt auch noch alte Betonfundamente, die Beschussstellen aufweisen. Und die wollen wir uns auf jeden Fall mal angucken. Also seid gespannt, wir gehen jetzt erstmal weiter. Hier ist noch einer. Leute, wir kommen auf jeden Fall näher. Hier gibt es schon Krater von höchstwahrscheinlich Bomben. Weil die haben ja gerichtet drauf geschossen, ne? Die haben Bomben auch abgeworfen. Das war, für die Luftwaffe. Mhm. Halt ein Erprobungszentrum. Also hier hat man Bomben abgeworfen mit Bordgeschützen, Sachen beschossen und natürlich auch mit irgendwelchen Bodengeschützen. Ne? Mhm. Also Panzer oder irgendwelche Geschütze halt auf irgendwas draufgeschossen. Das ist ein riesengroßes Gelände hier, ein riesengroßes Areal. Also eine Versuchsstelle quasi für die Luftwaffe. Ne? Also hier ist alles voll. Krass. Nicht umsonst ist das hier Blindgänger und so. Mhm. Aber schön aufpassen, wo du hintrittst. Ich glaube, da, wo die alle lang sind. Ja. Also Leute, hier könnt ihr sehen, gibt es einen ausgetretenen Wanderpfad. Den nutzen wir gerade. So, wir haben hier einen Schützen- oder Deckungsgraben gefunden. Da sind sie, Alter. Hast du, ja? Boah, die sieht man kaum. Ich sehe sie. Ja, da vorne sind sie. Da sind sie. Schau mal, hier sind alles von Menschenhand gemachte Strukturen. Das war vielleicht auch zum Beobachten, oder? Das ist so nah dran, also wenn die da auf irgendwas schießen. Ja, stimmt auch. Es kann sein, dass das so Laufgräben sind, wo die sich dann nicht nur fest fortbewegt haben. Mhm. Aber das ist nur. Guck mal hier. Ja, hier haben wir noch einen Einschlagskrater, da noch einer. Alles voll. Ja, alles voll, ja. Boah, hier ist auf jeden Fall was Großes runtergekommen. Also richtig riesig. Also hier hat es richtig gerumst. So Leute, mitten im Wald. Da müssen wir hier durch das Astwerk. Und da ist das Erste. Mega. Leute, schaut euch mal das Größenverhältnis an. So, wir trennen uns einmal. Ja, für Video. So, meine Freunde. Also, hier haben wir noch einen Weg gefunden. Gefahrenbereich. Betreten verboten. Puh. Ist das anstrengend. Ist das anstrengend. Ich nehme euch mal mit. Hier. Da seht ihr die. Und auch noch der alte Zaun ist hier vorhanden. Mit neuem Stacheldraht. Mal gucken, ob wir gleich irgendwo näher rankommen. Mega. Und hier sind sogar noch getroffene Stücke. Also was Mäcki mir gerade gesagt hat, die Häuser, da sind Treppenhäuser drin. Und das waren die Originaltreppenhäuser, die in die große Halle von Germania eingebaut werden sollen. Sollten. Und oh, mal gucken, ob wir ein bisschen näher rankommen. Ich habe auf jeden Fall noch ein Haus gesehen, das wurde nicht aus der Luft bombardiert, sondern man hat es direkt horizontal beschossen. Und das sieht ultimativ spannend aus. So, er ist schon oben. Schaut euch das mal an.
Ja. Das wäre natürlich optimal. Schaut euch mal hier an. Oh. Anscheinend haben sie auch ein bisschen was getroffen, ne? Auch ein bisschen was getroffen hier. Mhm. Ja. Links und rechts einmal drehen und drauf drücken. Nee, den Drehkranz. Einmal hoch und runter drehen. Drehen, genau. Leute, also hab mal heute ein bisschen Nachsicht mit mir, wie ich aussehe. Kriege ich gerade nicht mehr in den Griff. Aber ist egal. Denn uns interessieren ja hier die Bauwerke und deswegen sind wir hier. Und hinter mir seht ihr eins der vier Häuser von Richlin, der weißen Häuser. Die waren früher weiß angestrichen. Und Mecki hat mir gerade erzählt, hier, da sind wir. Ja? Da waren weiße Kacheln dran. Die haben die Anwohner abgemacht nach dem Krieg, um zu bauen. Ah, er sagt mir gerade. Er sagt mir gerade, die Häuser waren weiß gekachelt und die Anwohner haben die nach dem Krieg entfernt, die weißen Kacheln, damit die Kacheln für zu Hause, für Badezimmer und Co. genutzt werden. Und warum waren die Gebäude weiß? Natürlich, damit sie von den Bombern oben gesehen werden konnten und damit hier korrekt getroffen werden konnte. Und wie gesagt, hier die ganzen Betonteile, die sind damals von Bomben und von anderen Geschützen getroffen worden und sind dann zusammengebrochen. Die einzigen Sachen, die gehalten haben, waren die weißen Häuser. Und die Betonteile, die wir hier sehen, das sind sogenannte Zwischendecken und haben die weißen Häuser miteinander verbunden. Und da gibt es sogar noch die Türen. Und da in den Türen wurde dann das jeweilige Gebäude untereinander verbunden. Genau, warum ich schwitze? Ich bin leider noch ein bisschen erkältet und merke gerade, dass diese Bewegung mir zwar gut tut, aber auch ganz schön anstrengend ist. So, wir gehen mal weiter und lassen gleich die Drohne fliegen. So, wir laufen jetzt wieder den gleichen Weg zurück. Und das sind die Stahlbetonteile. Das ist die Armierung. Und das ist das Material. Und da sieht man, das ist nicht so hochwertig. Das ist schon deutlich hochwertiger hier. Aber hier ist sehr, sehr viel Stein drin. Ich zeige euch das mal hier. Da, sehr viel Stein. Ich glaube, das ist, also ich bin kein Statiker, aber ich glaube, das ist nicht ganz so gut. Wenn da viele Steine drin sind, könnte ich mir vorstellen, dass es da mehr Sollbruchstellen gibt. Aber vielleicht ist ja jemand dabei, der es genauer weiß. Und jetzt zeige ich euch mal, wie die Häuser damals verbunden wurden oder waren. Da seht ihr das noch. Da kann man das noch relativ gut erkennen. Nehmen wir mal eine Lampe zur Hand. Die hat ja diesen wunderbaren Beam. Da seht ihr noch das alte Fundament. Und es gibt dann auch noch ein paar Armierungseisen da zum Beispiel. Da war damals das Zwischenelement dran. Ja, wäre ich gerne mal da reingegangen. Aber vielleicht können wir mit der Drohne gleich ein bisschen was sehen. Und jetzt gucken wir uns weiter um. Natürlich schon beeindruckend. Und das ist wahrscheinlich für die Fledermäuse. Es ist keine Fledermaus-Schutzzeit, aber keine Ahnung, ob die da jetzt aktuell überwintern. Die wollen wir natürlich nicht stören. So, wir gucken uns das Gebäude nochmal. Ups! Von hier an. Spannend. Boah, das ist höher. Das ist deutlich höher. Eins, zwei, drei, vier, ja. Boah.
war. Seht ihr das? Verklinkert da oben. Und auf diesem Mauerwerk müssen sich diese weißen Platten befinden. Asbestkacheln, die haben wir jetzt auch schon häufiger gesehen. Kam dann mal zum Einsatz. Oh, ich liebe dieses Geräusch von Steinen unter meinen Füßen. Das ist ja ein Riesenbrocken. Auch hier. Und hier seht ihr nochmal. Oh, ich glaube, da kann man rein. Ich glaube, da kann man rein. Nee, leider nicht. Zugemacht. Und hier für die Fledermäuse. Hier nochmal. Hier nochmal das letzte weiße Haus. Und da ist dann auch nicht mehr viel. Wir gucken uns das jetzt nochmal von vorne an und gehen dann ein bisschen weiter. Wow, das sieht natürlich imposant aus. Ich glaube, das ist es auch, ne? Schaut euch das mal an. Das sieht spannend aus, Leute. Ich hoffe, dass wir noch die Beschussspuren finden, weil das ist auf jeden Fall nochmal ein Highlight. Also drückt uns die Daumen, dass wir erfolgreich sind. So, meine Freunde, eine wirklich spannende Sache. Schaut mal, das ist der Weg, von dem wir gerade gekommen sind. Und hier scheint eine riesige Bombe eingeschlagen zu sein. Der Wall ist bestimmt 3,5, 4 Meter. Irgendwie so, vielleicht 2,5 Meter hoch. Also enorm, absolut enorm. So, vielleicht sogar noch tiefer. Schaut euch das mal an. Und wir befinden uns jetzt hier mitten in dem Epizentrum. Da haben sie ein altes Wehrmachtsfest hingelegt. DDR? Ist also kein Wehrmachtsfass. Ist. Ja, das stimmt. Ja, und schaut euch das mal an. Das sind schon 3,5 Meter. Ich denke mal, das ist ein Meter tiefer als die Straße und der Rest ist Aufschüttung, Aufläufung. Ja. Ne? Boah. Aber es ist relativ flach, ne? Also Bombenkrater kenne ich eigentlich, aber das ist auch 80 Jahre her. Eben, also hier ist schon wieder was aufgetragen und hast du gesehen, ne? Aber warum sollte man sowas graben? Ja, das macht keinen Sinn. Warum sollte, weil es kein, eigentlich kann man hier gut Fahrzeuge in die Wohnung reinfahren, aber da hast du irgendwo ein Tor. Nein, also, ja genau, du hast keine Einfahrt. Hast du hier nicht. Also gehe ich davon aus, das war irgendeine riesig fette Bombe, die Luftwaffe damals hier testete. Boah. Die hat halt diesen Krater aufgeworfen. Ne? Das ist wahrscheinlich auch nicht nur für die weißen Häuser, sondern Erprobungsstelle. Vielleicht ja, haben wir, Luftwaffe immer schon. Genau, hier Turmübungsplatz, ne? Bombenabwurfplatz, Erprobungsstelle. Da üben sie, aber hier haben nur erprobt, was es Neues gibt. Also hier wurden die geheimsten, die geheimste, neueste Munition, die es damals gab, tatsächlich ausprobiert. Krass. Also ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Mickey sagte gerade, das ist eine ehemalige Erprobungsstelle und hier wurde die geheimste und neueste Munition des damaligen Zeitalters getestet. Und nochmal der Blick hier zurück. Was haben wir hier? 16 Meter? Noch mehr, ne? 20, 25? Also ich würde schon sagen, so 15 Meter. 15 Meter, ne? Aber dann müsst ihr mal überlegen, was das für... Also ich habe mir mal die Tallboy-Explosion angeschaut. Die, hoffentlich habe ich die noch von La Coupole. Wenn ich die noch habe, Leute, spiele ich euch die jetzt mal ein.
schon enorm, oder? Also, ich würde sagen, Tallboy ist noch mal größer. Oh ja. Ja, ne? Und schaut euch mal an. Also, hier haben wir einen richtigen Wall. Ja, 1,80 Meter wird er hoch gewesen sein damals. Ne? Ja. 1,80 Meter. Da geht es nochmal 1 Meter bis 1,50 Meter nach unten. Boah, unvorstellbar. Unvorstellbar, wie das gerumst haben muss. Ja. Wahrscheinlich ist sie umgekippt, oder? Von dem Beschuss. Vom Beschuss. Nee, ich denke mal, nachher umgefallen haben die Russen wahrscheinlich Schuppen gebrochen. Drei bekloppte Russen, eine Flasche ja. Und dann schmeißen die das um. Hier, da ist jetzt die Demonierungseisen. Ja. Ne, das stand hier mal. Ja, ja, das ist das Fundament. Ja, mal gucken, ob wir noch die andere finden. Ja, aber wenn wir hier die schon gefunden haben, wir gehen jetzt den Weg genau hier weiter. Mhm. Dann sollten wir eigentlich... Ja. Also, wir hatten ja die Hoffnung, dass wir die Beschuss... Platten noch finden und eine gehen wir davon aus, dass wir sie schon gefunden haben und schaut mal, wie dick die sind. Die hier scheinen umgekippt zu sein oder nach dem Krieg umgekippt worden zu sein. Aber ich glaube, ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon. Rechts siehst du gleich. Ja. Ja, da ist sie, Leute. Da ist die Beschussplatte. Wunderbar. Ein schönes Relikt aus der damaligen Zeit und unvorstellbar. Boah, Leute. Unvorstellbar. Eine Eule. Boah. Überleg mal. Das ist mindestens mal eine 10,5, oder? Ich hab keine Ahnung. Guck mal. Und guck mal, das liegt ja noch original wie damals. Ja, klar. Ne? Da hat keiner weggeräumt oder so. Die haben einmal drauf gebolzt. Aha. Dann haben die gemerkt, wir können Schaden machen, aber wir können nicht durch. Mhm. Dann hat man halt was Größeres halt. Das müssen wir uns mal von vorne anschauen. Das ist vorne. Das ist doch der Ausschlag hin, oder nicht? Ach so, und dann ist das. Ah! Eingesaust und dann. Verstehe. Umgesetzt. Ja, und dann ist das rausgebrochen. Durch die Sprengung, das war ja eine Granate. Stimmt, ja, ja. Es ist hier reingesaust, wahrscheinlich 30 cm eingedrungen, dann hat der Sprengsatz umgesetzt, die Granate. Das wurde dann ausgeschleudert. Ach krass, ich dachte von der... Boah, guck mal, wie dick das ist. Das sind locker mal 60, 70, 80 cm. Vielleicht auch Meter, ne? Schwierig zu sagen. Das ist die andere Seite. So, dann mal gucken wir mal. Ja, du hast recht. Da ist einfach nur was abgeplatzt. Ja, da werden die auch drauf geschossen haben. So wie das aussieht, haben die da auch mit irgendwas drauf gebolzt. Ja. Die Risse und alles. Da, diese ganzen Abplatzer, ne? Ja, ob das 20 mm sind oder irgendwie eine Bordkanone von einem Flugzeug, von einer Messerschmitt beispielsweise oder irgendwas. Ne? Das bedeutet, wenn wir wirklich Glück haben, finden wir da hinten sogar noch das Fundament für das Geschütz, ne? Weißt du nicht, ob das irgendwie... Wie weit war das weg? Ne? Ja. So, also das kann man nicht genau sagen, aber ich glaube nicht, dass das... Ich glaube, das haben die da einfach nur hingebracht. Das hatte eine mobile Halterung. Ich glaube nicht, dass die da irgendwas für montiert haben. Und ich glaube, dass im besten Fall schießt du da einmal drauf und dann ist das Ding kaputt. Ja, klar. So. Krass. Das ist schon bemerkenswert, Leute. Wirklich toll. Das hat schon über einen Meter. Ja? Ja, guck mal, wie breit. Stahlbeton. Boah, nochmal hier der Blick drauf. Also das ist sicherlich das Highlight und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir das zusammen gefunden haben. Mega. So, meine lieben Leute. Also, mega cooler Spot und schön, dass das noch alles so gut erhalten ist. Auch toll, dass wir das noch gefunden haben. An dieser Stelle werde ich mich verabschieden und der Mäcki. Ja, ich auch. Der Mäcki auch. Wir sind jetzt raus, gehen noch mal ungefähr 3 Kilometer, ganz grob. Ja, ganz grob. 3 Kilometer zum Auto und dann habe ich noch ein ganz schönes Stück nach Hause zu fahren, der Mäcki auch. Und dann wird erstmal geduscht, was gegessen und dann wird geschlafen. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Random Life.